Hallo, ich möchte alle wieder recht herzlich zu meinem neuesten Video begrüßen. Heute möchte ich mal wieder Marktchancen aufgreifen. Das heißt, ich habe mir die Märkte in den letzten Tagen mal ein bisschen angeguckt und nach Chancen und Gelegenheiten geschaut. Und da möchte ich vor allem auf Gold heute eingehen. Ganz kurz auch ein Standardmarkt, denn da ist mir was aufgefallen. Aber hauptsächlich Gold, denn das habe ich ja schon in einem der letzten Videos mal ganz kurz angekündigt. Und ich denke, es ist jetzt zu weit und das eingetreten, was ich vermutet habe. Und deswegen möchte ich da ein paar neue Fakten und News dazu zeigen. Aber zunächst, wie immer, der Risikohinweis: Alles, was ich hier erzähle und präsentiere, ist alles meine private, persönliche Meinung. Möchte damit keinen zum Handeln auffordern und jeder sollte das Risiko selber kennen, wenn er an der Börse tätig ist. Und wie gesagt, geht hauptsächlich um Gold, aber beginnen möchte ich jetzt als erstes ganz kurz mit dem Standardmarkt. Und ich habe da einen Indikator, der zeigt mir letztendlich die Stärke eines Marktes an und das ist in dem Fall die orange Farbe. Und jedes Mal, wenn ich hier Divergenzen im Vergleich zu einem Index finde, in dem Fall ein Dow Jones, dann weiß ich, dass eine Trendumkehr stattfinden könnte im Index. Ja, das funktioniert sowohl bei Hochs als auch bei Tiefs. Und es gab einige Zeit lang keine Divergenzen bei dem Indikator im Verhältnis zum Index zu finden, aber ja, so im Frühjahr 2016 hat man Divergenzen finden können. Eine habe ich hier markiert, das ist die grüne Linie. Das zeigt, dass der Indikator neue Hochs erreicht hat. Ja, der ist immer weiter gestiegen. Das hat mir praktisch gezeigt, dass der Markt extrem stark ist. Da kauft jemand extrem gerade im Markt ein. Aber der Index ist in derselben Zeit nur seitwärts gegangen oder sogar leicht gefallen. Und das hat mir damals gezeigt, okay, die Korrektur wird auf keinen Fall groß werden, sondern der Markt wird weiter nach oben steigen und wird neue Höchststände erreichen letztendlich. Und was hat er gemacht? Er hat eine kleine Korrektur eben da gemacht und hat dann wirklich im Anschluss neue Höchststände erreicht. Man konnte das Phänomen noch ein zweites Mal finden, nämlich da oben. Der Indikator ist immer weiter kontinuierlich nach oben gestiegen und dann kam wieder eine Phase, wo der Dow Jones nur seitwärts ging. Ja? Und da habe ich wieder im Voraus gewusst, okay, selbst wenn da jetzt eine Korrektur kommt, die wird vermutlich nicht allzu groß ausfallen, denn wir müssen im Dow Jones neue Höchststände erreichen, denn der Indikator hat ebenfalls neue Höchststände erreicht. Aber wie schaut es aktuell aus? Und genau das ist mir eben aufgefallen, der Indikator erreicht keine wirklichen neuen Höchststände mehr und tendiert eher seitwärts. Und das, obwohl der Dow Jones ja deutlich neue Höchststände erreicht hat und ja vor seiner 20.000-Punkte-Marke steht. Das bedeutet für mich jetzt, ich wäre aktuell sehr vorsichtig im Standardmarkt, denn der Dow Jones steht jetzt für mich auch für den DAX, S&P, eben den ganzen Standardindizes. Und es könnte hier zu einer Korrektur kommen. Ich behaupte jetzt mal, es wird wahrscheinlich kein Crash werden, sondern wirklich einfach nur eine normale, gesunde Korrektur. Und damit der letzte Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, der relativ kurzen Zeit, einfach wieder, ja, verdaut wird, so sage ich jetzt einfach mal dazu. Darum würde ich an der Stelle über Gewinnmitnahmen nachdenken oder unter Umständen sogar ja, ein Hedge mir überlegen. Shorten muss man an dieser Stelle noch nicht unbedingt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Dow Jones vielleicht sogar noch ganz kurz über die 20.000 Punkte drüber geht und dann erst die Korrektur stattfindet. Und deswegen würde ich erst ja, auf ein Signal letztendlich vom Kurs selbst noch warten. Und genau, letztendlich zeigt uns der Indikator ja nur eine Warnung an. Vielleicht macht der Indikator auch in den nächsten Tagen, Wochen neue Höchststände. Dann hat sich das eh alles relativiert. Ja, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, wir haben hier keine neuen Höchststände oder nur minimale neue Höchststände und das bestätigt einfach nicht die neuen Hochs in Dow Jones und deswegen bin ich hier vorsichtig. Was mich ebenfalls zur Vorsicht verleitet, ist die Statistik zum S&P, also wieder ein Standardmarkt. Und ich habe da einfach mal abgebildet die einzelnen Monate des S&Ps und mal geguckt, wie oft, ja, hat es denn in den einzelnen Monaten einen Anstieg gegeben. Und im November hat es in den letzten Jahren eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Markt ansteigt. Das heißt, hätte ich da am 1. November investiert und wäre am letzten November rausgegangen aus dem Markt, hätte ich einen Gewinn erwirtschaftet.
Im Januar schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Das ist einer der schlechtesten Monate der letzten Jahre gewesen beim S&P. Da haben wir nur eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Monat mit einem Gewinn abschließt. Hingegen 60%, dass es ein Verlierer wird. Auch das deutet für mich darauf hin, dass wir vor einer Korrektur stehen. Allerspätestens im Januar. Und wie gesagt, ist bloß eine Vermutung und soll auch letztendlich bloß ein kleiner Hinweis sein. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich oder zumindest für realistisch, dass Sie hier eine Korrektur sehen könnten. Aber gehen wir doch jetzt einfach mal zu dem, was ich eigentlich zeigen möchte. Das ist Gold, denn da sehe ich aktuell eigentlich die größeren Chancen und die interessanteren Möglichkeiten. Und ich habe da mal einen Indikator mitgebracht, den habe ich vor ein paar Jahren entwickelt, habe gerade mal wieder ein bisschen damit rumgespielt und getestet und deswegen auch die Grafik aktualisiert. Ist ganz einfach zum Verstehen. Im Vordergrund in Grau kann man einen Goldkurs erkennen und im Hintergrund die orange Farbe, die ja über Null und unter Null pendelt, also um den Nullpunkt pendelt, ist der Indikator. Und das ist eigentlich kein richtiger Indikator. Das soll mir nur anzeigen, ob es aktuell sinnvoll ist, in Gold zu investieren oder eher sinnvoller in, ja, in Standardmarkt zu investieren. Es gibt da nur eine längere Version davon, das heißt, die ist nicht ganz so schwankungsfreudig wie die, aber auch die leistet schon wirklich gute, ja, gute Arbeit und gibt uns gute Signale. Es funktioniert eigentlich ganz einfach. Wenn der Indikator über die Nulllinie steigt, dann sollte man eigentlich einen Goldmarkt eher meiden. Das bedeutet nicht automatisch, dass dann Gold fallen wird, aber es bedeutet, dass der Aktienmarkt besser läuft als Gold. Ja? Und genauso umgekehrt, befindet sich der Indikator unter der Nulllinie, ist es so, dass Gold in der Regel besser performen wird, ja, wie der Standardmarkt. Also wie der DAX zum Beispiel oder der S&P. Und das relativiert die Aussagen von manchen Analysten, die behaupten, dass es kein besseres Investment in den letzten Jahren gab als Gold. Das ist immer, ich behaupte mal, extrem zeitabhängig. Ja? Wenn ich also das absolute Goldtief nehme, ja, im Jahr 2001 oder was das wieder war, und vergleiche das dann mit dem Aktienmarkt, das gerade sein absolutes Hoch damals erreicht hatte und den Zeitraum, dann ist klar, dass Gold auf den Zeitraum betrachtet bis 2001 die bessere Performance hatte. Ja? Keine Frage. Würde ich aber jetzt das Jahr 2003 nehmen, also einfach willkürlich ein anderes Jahr rausgepickt, wo der Aktienmarkt sein Tief hatte und Gold schon ein Stück weit gelaufen ist, dann sieht die Sache schon deutlich anders aus. Und der Indikator ist deswegen, den ich hier habe, ein bisschen fairer, da der eine objektivere Betrachtung eben macht und ja auch deswegen anders berechnet ist. Also ihr arbeitet mit fixen Zeitwerten. Und einfach mal zum Testen, dass man sieht, dass das wirklich funktioniert und gute Signale liefert, betrachten wir doch einfach mal die Phase da, wo der Indikator nach unten gedreht ist. Das bedeutet, wir sollten eigentlich in Gold investieren und ihren Standardmarkt meiden. Das muss, wie gesagt, nicht heißen, dass der Standardmarkt fällt, sondern er wird einfach schlechter performen wie Gold. Und da konnte man dann wirklich eine fulminante Rallye bei Gold feststellen, ja. Genauso aktuell, ja. Wir sind unter die Nulllinie gefallen und Gold hat eine super Rallye hingelegt. Genauso umgekehrt, der Indikator ist über die Nulllinie gestiegen. Gold hat eine große, große Korrektur hingelegt, die über mehrere Jahre ging. Das heißt, der Indikator liefert uns ganz gute Zeitpunkte, wann ich in Gold investieren sollte und wann nicht. Aktuell wäre zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo ich nicht mehr investieren sollte. Also man hätte mit dem Indikator wieder fast das absolute Goldhoch erwischt, das jüngste Goldhoch nach dem Anstieg von fast 30%. Und ab da hätte man eigentlich sein Gold verkaufen sollen. Ja? Und mich interessieren aber nicht nur, ob er gerade über Null steht oder unter Null steht, sondern auch Extremwerte. Er erreicht den Indikator Extremwerte, deutet es in der Regel auf eine Trendwende im entsprechenden Markt hin. Und aktuell haben wir zwar keinen absoluten neuen Extremwert erreicht, aber schon relativ hohe Werte, was anzeigt, dass Gold kurzfristig vor dem Boden stehen könnte. Wie ich damals die Grafik aktualisiert habe und das ein bisschen betrachtet habe, ist mal die Idee gekommen, hey, naja, man könnte doch mal gucken, ob Gold wirklich einen langfristigen Boden aktuell macht. Und ich habe ja letztes Jahr einen Sonderreport ihm veröffentlicht und da bin ich ja davon ausgegangen, dass wahrscheinlich Gold vor einem absoluten Boden steht und wir wieder auf Jahre hin wahrscheinlich steigen werden. Zumindest legen das die Daten nahe. Ich habe aber auch schon damals darauf hingewiesen, sicher kann man sich nicht sein. Fest steht nur, dass es zu einer kurzen Rallye-Bewegung auf jeden Fall nach oben kommen wird. Und so ähnlich ist es aktuell wieder bei mir. Ich gehe davon aus, dass wir eine Rallye nach oben sehen werden. Aber ob das wirklich
der absolute endgültige Boden dann ist und wir dann wirklich auf Jahre bei Gold wieder steigen, das mag ich nicht zu vermuten aktuell. Aber deswegen, weil man das eben aktuell noch nicht so wirklich abschätzen kann, macht es natürlich Sinn, das fundamental zu untermauern und wirklich ja, einen tragfähigen Boden zu erkennen. Um das geht es ja. Und deswegen habe ich einfach mal geguckt, was kostet denn eine Unze Gold im Abbau? Ja, und was ist der aktuelle Preisgrad für eine Unze Gold? Das heißt, machen die Unternehmen, die Gold abbauen, aktuell Gewinn? Denn ich habe einige Artikel in letzter Zeit gelesen, da wird ja teilweise sogar behauptet, dass die Unternehmen erst bei 1.800 Dollar wieder Gewinn machen und solange die Goldunze keine 1.800 Dollar erreicht, verlieren die Unternehmen und gehen früher oder später pleite. Und wenn sie dann pleite sind, wird automatisch das Angebot verknappt und dadurch explodiert Gold. Ja, das ist so die Theorie. Es gibt dann ein paar andere Analysten, die sehen das Ganze ein bisschen objektiver und haben sich die Bilanzen von großen Unternehmen hergenommen und die behaupten, dass selbst zum aktuellen Goldkurs bei rund 1.000 Dollar die Unternehmen zumindest kostendeckend arbeiten. Sogar teilweise unter 1.000 Dollar können sie noch profitabel oder zumindest kostendeckend arbeiten. Ja. Und das halte ich aktuell auch für realistischer, denn ich habe das Gleiche selbst vorgehabt zu erstellen, aber es ist wahnsinnig aufwendig. Alleine wenn ich vom Xiao oder Hui die ganzen großen Werte nehmen würde und würde für jeden einzelnen Wert die Bilanzen betrachten und wir dann die Kosten pro Unze ausrechnen, ist mir einfach zu viel Aufwand. Ja? Und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Unternehmen stellvertretend rausgepickt, natürlich einen ganz großen Player, das ist Barrick. Und habe einfach mal geguckt, ja, was haben die für Kosten pro Unze? Und das ist nicht wirklich bloß die Förderkosten, das heißt für die Maschine, wo das rausholt und für den Arbeiter, der wo das rausholt aus der Erde, sondern auch Finanzierungskosten und sonstige Kosten für Verwaltung und Büro einfach sind damit einberechnet. Und wenn man da ein Ratio eben bildet, dann ist das ganz interessant, denn wenn man immer so um die 1,5 ist, ja, dann kann man davon ausgehen, dass Gold relativ günstig ist im Vergleich zu seinen Kosten. Genau, und dann sollte das eigentlich ein tragbares Fundament sein und Gold nicht überbewertet, sondern eher unterbewertet. Hingegen, wenn ich Werte von über 2,5 erreiche, ist das ein Warnsignal für mich, dann weiß ich, dass Gold relativ teuer ist, zumindest im Vergleich zu seinen Abbaukosten. Das hat jetzt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, sondern einfach, ob man Gold ja gewinnbringend verkaufen kann oder nicht. Um das geht es letztendlich. Und Werte über 2,5 Richtung 3 sind einfach Extremwerte, zumindest in den letzten, naja, rund 15, 16, 17, 18 Jahren war das so, ja. Und aktuell habe ich noch kein absolutes Tiefstniveau erreicht, wie man erkennen kann, also ich bin irgendwo bei einem Wert von 1,7, 1,8 müsste der sein. Der ist zwar schon nahe 1,5, aber es ist noch kein absoluter neuer Tiefstwert oder in der Nähe des Tiefstwerts. Aber man kann definitiv dennoch davon sprechen, es ist auf jeden Fall nicht teuer, sagen wir es mal so. Zumindest im Vergleich zu seinen Abbaukosten. Auch habe ich mir im größten Gold-ETF mal wieder ein bisschen näher angeguckt. Das ist auch eigentlich eine alte Grafik von mir. Habe die mal wieder ein bisschen aktualisiert mit neuen Daten. Auch ganz einfach erklärt. Im Vordergrund sehen wir in Orange einen Goldkurs und im Hintergrund in Grau sind die Zukäufe im ETF oder die Abflüsse aus dem ETF. Man kann dadurch dann erkennen, ob da gerade Volumen in den Fonds reingeht und somit die Kurse in Zukunft steigen sollten. Oder, was ich fast interessanter finde, Extremwerte betrachte ich mir gerne. Ja. Und aktuell konnte man einen Extremwert wieder beim Verkauf feststellen. Und meistens, wenn so Extremwerte erreicht werden, ist meistens ein Boden nicht mehr fern und sehr nahe eben. Und das heißt, die ganzen schwachen Hände, wie es so schön immer heißt, oder die ganzen Panikverkäufe, wo getätigt worden sind, die müssten eigentlich jetzt erledigt sein. Was bedeutet, dass der Markt oder besser gesagt Gold vermutlich vor einem kurzfristigen Boden ist. Zumindest kurzfristigen Boden, muss ich dazu sagen, ja. Aber nicht nur das deutet auf einen kurzfristigen Boden hin. Ich habe da noch einen anderen Indikator, den ich sehr gerne nutze, um langfristige Böden zu finden. Der funktioniert sowohl bei Tiefs als auch bei Hochs. Und ja, wenn der Indikator eben auf die Niveaus von den letzten Jahren nach unten fällt, dann findet man da in der Regel eigentlich gute Tiefs und gute Einstiegsmöglichkeiten. Ich habe das mal markiert mit den blauen Linien im Chart. Man kann da ganz gut erkennen, immer wenn der Indikator da unten angekommen ist bei der Linie,
dann geht es eigentlich rasant nach oben und eine richtige Rallye findet statt bei den Edelmetallen. Und aktuell haben wir noch nicht ganz das Niveau erreicht von den Vorjahren, aber wirklich, wir sind ganz, ganz kurz davor. Was mich eben zur Erkenntnis bringt oder vermuten lässt, dass wir nahe einem Tief sind oder sogar das Tief jetzt schon wieder gesehen haben und wir wirklich eine richtig extreme Rallye hier sehen werden. Wie lang die geht, ist eine andere Geschichte, aber zumindest müsste jetzt eine kurzfristige Bewegung nach oben stattfinden und die dürfte eigentlich nicht gerade klein ausfallen, sondern durchaus ein bisschen größer. Ebenfalls deutet wieder die Statistik bei Gold auch auf den Boden drauf hin. Ich habe ja schon in einem der letzten Videos mal darauf hingewiesen, dass ich Gold für interessant aktuell halte und auch schon auf dem Boden halten würde. Ich glaube, ich habe gesagt, wenn ich mich nicht ganz täusche, ab Anfang Dezember würde ich danach gucken. Und im Dezember haben wir den Boden noch nicht gesehen, der Markt ist weitergefallen. Das stört uns aber nicht, weil, wie gesagt, ich will vom Markt ein Signal, das heißt eine Kursbewegung sehen und dann steige ich erst ein. Und bisher hat das nicht stattgefunden. Gestern war wahrscheinlich der Tag. Ich bin aber ehrlich, ich hatte noch keine Zeit, mir das in Ruhe mal anzugucken. Ich bin auch anders beim Investieren gewesen. Das heißt, ich habe sogenanntes Minus-Version-System gehandelt. Das heißt, ich bin schon investiert, aber nur mit winzig kleinen Positionen. Und deswegen war das für mich nicht ganz so wichtig. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir einfach steigende Märkte oder steigenden Goldmarkt sehen werden. Und das ist im Prinzip dieselbe Grafik, die wir gerade beim S&P gesehen haben. Hohe Werte bedeuten einfach, die Wahrscheinlichkeit in dem Monat ist sehr, sehr hoch, dass der Markt im Plus, ja, enden wird. Und im Januar haben wir eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigen wird. Und das ist verdammt hoch, ja. Und auch das spricht wiederum für Gold. Aber, und ich will das mit Nachdruck nochmal sagen, das gilt nur für die kurzfristige Sicht. Ja, ich glaube, dass wir auf jeden Fall kurzfristig jetzt eine Rallye erleben werden. Vielleicht dauert sie einen Monat, vielleicht 2 Monate, vielleicht auch nur ein paar Wochen, wer weiß. Aber mir gefallen derzeit einfach die KOT-Daten nicht. Vor allem bei Silber sind sie sehr schlecht. Und solange da keine wirkliche Bereinigung stattgefunden hat, möchte ich persönlich keine neuen Tiefstände bei Gold ausschließen. Es kann ganz schnell gehen, dass sich die bereinigen, wirklich innerhalb von wenigen Wochen. Und die Sache ist erledigt und ich bin wieder mega bullish für die Edelmetalle. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das einfach Fakt und deswegen wäre ich vorsichtig. Ich glaube, wie gesagt, an eine kurzfristige Rallye, aber wie nachhaltig das die wird, das wird man erst in ein paar Wochen genauer beurteilen können und da werde ich vermutlich dann wieder ein kleines Update dazu machen und meine neuesten Erkenntnisse dann veröffentlichen. Aber aktueller Stand ist, wer Trader ist oder einen Zeithorizont eben vor ein paar Wochen hat, kann durchaus sich mal Gedanken machen zu einem Long Investment bei Gold. Genau. Es das heißt jetzt einfach mal abwarten, sich überraschen lassen und im Prinzip war es das schon wieder. Ich wünsche viel Spaß an der Börse und schon mal einen guten Rutsch und vor allem viel, viel, viel Gesundheit, denn das ist das Wichtigste, denn das kann man sich auch nicht mit Geld kaufen. In diesem Sinne, guten Rutsch.